Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen hier im Rund unserer Kirche, einen gesegneten ersten Advent. Herzlich willkommen dort, wo Sie diesen Gottesdienst verfolgen, zu Hause oder sonst wo, jetzt live oder aufgezeichnet. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dieses Prophetenwort aus dem Propheten Sachaja zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Gottesdienst. Der König, also der, der das Sagen hat, und der zeigt, wie die Zeiten sind, der wird begrüßt von uns und überall auf dieser Welt. Dass es ein besonderer König ist, dieser Christus, das haben nicht nur die Menschen damals erfahren, das singen und predigen wir seitdem immer wieder von Neuem. Einer, der seine Macht nicht missbraucht, ja noch nicht mal in Anspruch nimmt, Ohnmacht, und trotzdem die Herzen aller Menschen bewegen kann, also auch die unseren. Mit all dem, was wir auf dem Herzen haben, kommen wir in diese Stunde und lassen uns mitnehmen von den Texten, Gebeten, vom Gesang und der Musik. Da möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Renate Günther wird den Gesang für uns übernehmen, weil wir das ja nicht sollen. Dr. Marc Ivemeyer hat gerade schon mitgespielt. Er spielt Solo-Posaune und Henning Münter an der Orgel. Herzlichen Dank, Holger und Sabine Kirschning, die dafür sorgen, dass das, was ich hier sage, ins World Wide Web gelangt. Herzlichen Dank unserem Küster-Team um Andreas Klempo, verstärkt durch Udo Ortmann. Und ganz herzlichen Dank unseren beiden Konfirmandinnen, die dafür gesorgt haben und geachtet haben, dass sich nur auch wirklich jeder in diesem Gottesdienst in der Namensliste verewigt, Anna Dölling und Laura Dammann. Lasst uns also diesen Gottesdienst miteinander feiern und hören, die Nacht ist vorgedrungen.
Wir feiern unseren Gottesdienst und nehmen doch die Gebete Israels mit hinein. Hört den 24. Psalm in unserem Gesangbuch. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sind versammelt in der Gemeinde und in der Gegenwart Gottes. Voreinander und vor ihm erkennen wir, was uns trennt. Darum bitten wir um sein Erbarmen. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarm dich über uns. Gott hat sich uns aus grundloser Gnade heraus erbarmt und seinen eigenen Sohn gegeben zur Versöhnung dieser Welt mit ihm. Und so stimmen wir ein in den Jubel seiner Engel. Ehre sei Gott in der Höhe. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn Unterlass, Allfed hat nun ein Ende. Du wunderbarer Gott, kommst zu uns in Jesus Christus, deinem Sohn, ohne Gewalt und doch stärker als alle Macht der Welt. Lass alle Menschen die Ankunft deines Heilandes wahrnehmen, damit die Nacht erhellt werde durch sein Licht. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, bitten wir von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Brief, die Epistel an uns, ursprünglich an die Gemeinde in Rom, 13. Kapitel von Paulus. So, Sie können, bitte ich dazu aufzustehen. Paulus schreibt: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, oder was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Halleluja. Thank you.
Das Evangelium steht bei Matthäus im 21. Kapitel. Wir sagen, Ehre sei dir, Herr. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in den Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wir sprechen: Lob sei dir, o Christe. Gemeinsam mit der ganzen Kirche bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Der Predigttext Sacharja 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Liebe Gemeinde, Weihnachten sind die Kirchen so voll wie sonst nie. Und der Umsatz des Einzelhandels ist normalerweise Weihnachten so groß wie sonst nie. Er macht einen Großteil des Jahres aus. Weihnachtsgeschenke, ich höre zwar immer, ja, dieses Jahr schenken wir uns nur eine Kleinigkeit. Und wenn du dein Besuche machst unterm Weihnachtsbaum, da liegen die Granaten. Da tun dann alle zusammen und dann wird es doch ein bisschen größer. Naja, Computer eben oder sowas. Und über die Weihnachtstage, da reisen die Deutschen viel. Überhaupt, die Hälfte scheint ausgeflogen, quer durchs Land oder ganz weit weg, dem Rummel entfliehen. Weihnachten, die Zeit der Weihnachtsfeiern. Ein Freund sagte mal zu mir, als ich von einer aufbrach, um zur nächsten zu gehen, naja, der Pastor eilt auch von Besinnung zu Besinnung. Weihnachtsmärkte, naja, die Oldesloher Punschbude. Da kommst du, wenn es richtig losgeht, kaum vorbei, weil die Leute sich darum richtig crowden, sagt man ja neudeutsch. Und ich habe mir sagen lassen, viele ehemalige Oldesloher, Jugendliche, die erwachsen werden, in die Welt ziehen, die kommen da so wie die Lachse jedes Jahr wieder hin und trinken einen Punsch mit alten Freunden. Weihnachtsmärkte immer mehr und immer schneller und vor allem immer früher. Naja, vor Totensonntag, aber was sollen sie machen? Schließlich kaufen die Leute das, was die verkaufen, wirklich nur vor Weihnachten. Danach sind es ein Jahr lang Ladenhüter. Laut, schrill, hell, doll, voll, Weihnachten. Alle Jahre wieder und ich mag das. Ich mag diesen Trubel, ich mag diesen Rummel, ich bin gerne dabei. Nur nicht in diesem Jahr. Denn es wäre unverantwortlich. Infektionsketten würden kreiert, Infektionszahlen noch stärker steigen, Menschen krank, Menschen tot. Das kann man nicht wollen, es reicht nicht zu Weihnachten, dem Fest der Liebe. Und während es immer noch Menschen gibt, die glauben, Corona gibt es nicht oder verharmlosen es als eine Schnupfenwelle abtun, die Verantwortung in Politik und Medien sehen, die uns, die Bürger, in Panik versetzen sollen, um irgendetwas groß zu schwurbeln, der bürgerlichen Grundrechte beraubt, lese ich, während ich diese Predigt schreibe, den Nachrichtenticker auf dem Fernseher. Da hieß das 289 Tote. Ein Tag darauf 400. 289, das ist so viel wie ein Linienflugzeug Passagiere hat. Das ist ein Flugzeugabsturz. Jeden Tag. Jeden Tag. Und Sie wissen, was los ist, wenn schon ein Flugzeug abstürzt. Und wir sagen, na, ist ja auch nur ein Schnupfen, oder? Nein, Weihnachten wird anders werden müssen. Aber Weihnachten wird vielleicht, und das lese ich in diesen Texten heute am ersten Advent, wieder zu dem, was es eigentlich ist. Ein Fest der Liebe, an dem wir feiern, dass Gott seine Liebe zu dieser Welt erweist, dass er selbst Mensch wird. Und zwar nicht ein Alexander der Große oder ein Genghis Khan oder was sonst an großen Feldherren und Gewaltenherrschern auf dieser Erde ihr Unwesen getrieben hat. Der fängt ganz klein an, ganz klein, in der Krippe, im Stall, nicht in Jerusalem, in Bethlehem. Wir werden versuchen, Gottesdienst gemäß des Doppelgebotes der Liebe zu feiern, so wie jetzt auch am Heiligabend. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Denn wie Jesus selbst sagte und Paulus schrieb, das höchste Gebot, weil es im Grunde alle Werte und Normen unseres Glaubens in einen Satz drängt.
Gott, der andere und ich, wir hängen zusammen. Und die Sorge des einen für den anderen gelingt nur richtig in diesem Dreieck. Wenn ich Gottesdienst feiere, mich Gott nahe fühle, dann möchte ich das in Verantwortung für den Menschen neben mir, der links oder rechts vor mir oder hinter mir sitzt. Und genauso auf der Straße, beim Einkaufen, bei der Feier und bitteschön auch zu Hause. Weihnachten könnte wieder so werden, wie es eigentlich mal war. Im Konfirmandenunterricht haben wir das versucht. Wir haben einmal gesammelt. Ich habe gesagt, sag mal, was ist für euch Weihnachten? Und es sprudelte los. Familie, Essen, Geschenke, Stern, Glöckchen, Singen, Kirche, Krippe, Weihnachtsmann, Tannenbaum und Schnee, Lebkuchen nicht vergessen. Und das Rentier war auch dabei und Kerzenschein. Eine recht üppige Liste, machen Sie in Gedanken weiter. Was ist Weihnachten? Und dann lasen wir in zwei Gruppen, jede für sich, die Weihnachtsgeschichten, die eine nach Lukas, die andere nach Matthäus, die eine mit Augustus und dem Paar und sie schwanger und den Hirten und den Engeln und die andere mit den drei Weisen und den drei Geschenken und Herodes, der nachher die Kinder tötet. Die Aufgabe, sucht einmal all die Begriffe heraus oder die Sachen, die ihr glaubt, dass Weihnachten ist, sucht die mal in der Geschichte. Es dauerte nicht lange und der Erste ruft, steht doch gar nichts drin davon. Eben. Volle Kirchen, volle Läden, volle Geschäfte, Tannenbaum, Lichterglanz, selbst Schnee, Fehlanzeige. Und dann entdecken wir eine ganz andere Weihnachtsgeschichte, die wir zwar alle kennen, aber die hinter all unseren netten und schönen, und ich sage das wirklich ganz bewusst, liebevollen Ritualen verborgen geht. Sie erzählt von Menschen unterwegs, mit Hoffnung, mit Sorge, Hoffnung, den großen König zu finden, der Erfahrung, Gott ganz klein anzutreffen. Sie erzählt von uns, was wollen wir nicht alles? Und Gott muss doch einmal, und dann erleben wir ihn manchmal nur in kleinen Gesten. Die Weihnachtsgeschichte erzählt von Wegen ohne Schutz und Rückhalt. Wo werde ich bleiben? Was wird aus mir, Maria und Josef, auf dem Weg? Welche Unterkunft wird die unsere werden? Und sie erzählt von Gottes Gegenwart in dunkler Nacht, in der Krippe, im hinterletzten Loch irgendwo auf dieser Welt. Und da singen die Engel. Verstehen Sie mich wirklich nicht falsch. Ich freue mich nicht darüber, dass Weihnachten in seiner herkömmlichen Form ausfällt, wie es eine Zeitung titelte. Aber ich freue mich, dass eigentlich Weihnachten gar nicht ausfallen kann, sondern eine Chance bekommt, sichtbar zu werden und so seine ganz eigene Kraft zu entfalten. Natürlich sehe ich auch mit Sorge, was dieser Lockdown alles bringt. Und ich sehe natürlich auch die Menschen, deren berufliche, wirtschaftliche, soziale Stelle ihr Wohlergehen in Gefahr ist. Ich sehe mit Sorge, was darunter alles rumschwurbelt und welche Menschen das nutzen, um Demokratie und Freiheit in Gefahr zu bringen. Aber ich sehe eben auch viel deutlicher, was Weihnachten sein kann. Es scheint Gottes Wesen zu sein, klein und nicht groß, ohnmächtig und nicht mächtig, in diese Welt zu treten, eher am Rand und nicht in der Mitte. Der Prophet Zacharja, der Predigttext, Sie erinnern sich, dessen Worte ich vorhin vorlas, hat mit dieser Hoffnung Eingang in unsere Bibel gefunden. Jesu Einzug in Jerusalem. Der Retter kommt eben anders als erwartet. Der König kommt in niederen Höhlen. Der Krippenkönig reitet einen Esel. Nicht herrschaftlich, überschaubar. Haben Sie mal jemand gesehen, der einen Esel reitet? Das ist Augenhöhe. Nein, um es nochmal zu sagen, Corona ist keine Chance, wie mir neulich jemand in der Gemeinde sagte und sich dabei richtig freute. Jetzt merken die Leute mal, was wirklich wichtig ist. Nein, 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 Corona ist furchtbar. Es ist ein Spuk und es ist grausam für die Menschen, die es betrifft. Aber in dieser Not sehen wir vielleicht deutlicher diesen leisen Gott. Vielleicht ist das immer so. Und vielleicht heißt es deswegen, dass die Not beten lehrt, weil wir ihn sonst so leicht übersehen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Auf der Folie dieser Hoffnungsworte konnten die ersten Christen das Erleben mit ihrem König Jesus Christus verstehen. Ein König,
der auf Macht verzichtet. Ein König, dessen Einzug in Jerusalem keinem König gleicht. Hosianna-Rufe und er auf dem Esel. Der Weg bereitet mit Kleidern und Palmen und doch der Weg ans Kreuz. Kein Pferd, keine Sänfte, kein Elefant, ein Esel. Der VW-Käfer des vorderen Orients, sagte mir ein Freund einmal. Er äußert sich all seiner Gewalt. So bewegt Gott die Menschen, indem er uns anrührt, das Herz sucht, das Gefühl, indem er Mitleid erzeugt. Dazu sind wir fähig, wie wenig andere Lebewesen auf dieser Welt. Auch er kam doch ohne äußere Macht und hat die Menschen bewegt um sich herum. Alle machen sich auf den Weg dahin und finden einander. Und immer wieder sind es Weihnachtsgeschichten, die zu erzählen sind. Diese kleinen, die man sonst nicht sieht. Ich bin ein bisschen stolz auf Oldesloe und seine Männer. Haben Sie vielleicht gehört, war sogar im Fernsehen. Da haben sich ein paar junge Männer zusammengetan und haben gedacht, was können wir tun in diesem Lockdown? Haben eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Ein soziales Medium, da gibt es eine Gruppe, da kann man sich anmelden. Und dann kann man schreiben, ich brauche Hilfe oder neben mir wohnt jemand, der braucht Hilfe, kann ich mir einkaufen? Und dann haben die sich auf den Weg gemacht oder andere haben es angeboten. Ich denke an unsere ersten Balkonkonzerte. Okay, das sind vielleicht nur Symbolgeschichten, aber wer es erlebt hat, der hat gemerkt, dass es noch mehr gibt, als süßer die Kassen die klingen. Da ist wirklich etwas. Und das Guten Tag der Verkäuferin, das, wie ich finde, zu Weihnachten entweder sehr genervt klingt, weil die einfach zu viel zu tun haben, manchmal aber auch, wenn sie die Ruhe finden und die Zeit und durchatmen, ein bisschen anders als sonst, liebevoller. Das finden wir eben auch in solchen Augenblicken, wo wir Menschen das tun, was wir eigentlich tun sollten, einander beistehen. Ich denke an gestern, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt mitbekommen haben. Unsere Kirche hat, und das muss man wirklich sagen, sehr kurzfristig, wie ich finde, versucht, eine Idee doch noch schnell zu machen, ein Hoffnungslicht, am Abend in die Fenster zu stellen beim 18 Uhr Geläut, stand so groß in der Zeitung. Wir haben das gemacht. Meine Frau sagte sofort, wie damals in der ehemaligen DDR, da haben sie auch in Lübeck abends die Kerzen in die Fenster gestellt, für die, die drüben waren, für die, die getrennt waren, die nicht zusammen konnten und die jetzt mit einem Mal so etwas wie Gemeinschaft hatten. Es sind kleine Gesten, ein paar Worte, eine Aufmerksamkeit, mit der alle Hilfe beginnt. Zacharja hat dieses Bild in Worte gefasst. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm, reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. So ist Gott. Klein und unscheinbar beginnt er und endet in großer Macht. Und zwar nicht mit Gewalt. Mit Gewalt werden wir nie etwas erreichen. Kein Krieg hat Frieden geschaffen, nur Liebe. Frieden ist ein Prozess, der klein anfängt. Und nicht irgendwo, von irgendwem und irgendwann. Der fängt hier an, bei Ihnen, bei mir. Frieden fängt da an, wo du anfängst, friedlich zu sein. Frieden kann nur dort sein, wo man selbst mit sich im Frieden ist. Mit den anderen, mit Gott. Nun habe ich so viel über Weihnachten geredet und wir haben doch erst Advent. Erster eben. Die Adventszeit ist genau das. Vorbereitungszeit für Weihnachten, weil man das so schwer hinkriegt, das mit dem Frieden. Die Probe für das Fest, 4 Wochen. Und genau die richtige Zeit, mit den kleinen Gesten und Hilfen zu beginnen, damit wir dann immer wieder zueinander stehen können und auf ganz persönlicher Suche einander finden. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Weil Gott dich liebt und dein Nächster es möglicherweise auch schon tut, da musst du nur noch antworten. Und wenn das nicht so ist, dann liebe du ihn, weil Gott dich doch liebt. Und gib ihm oder ihr die Gelegenheit und Anlass, auf deine Liebe zu antworten.
Also wird Weihnachten wohl anders werden in diesem Jahr. Vielleicht wird es ja auch ganz still, still, wie wir es schon immer besungen haben. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Weihnachten wird wohl anders werden, aber es wird Weihnachten sein. Gottes Friede aber, höher als unsere Vernunft, bewahre unser Herz und unsere Sinne. In Christus Jesus. Amen. Wie soll ich dich empfangen? Im Gesangbuch, Lied Nummer 11. Einiges ist noch bekannt zu geben. Die Kollekte des letzten Sonntags für die Beratung Trauernder ergab in unserer Gemeinde 209,90 Euro. Für Arbeit in den Pfarrbezirken wurde gespendet 75 Euro, 150 Euro, 20 Euro und für die Jugendarbeit in einer Kollekte gesammelt 33,16 Euro. Gott segne Gabe und Geber. Und wie das bei den Kollekten so ist, da wird für jeder Cent von für diese Arbeit auch eingesetzt. Die heutige Kollekte, die hat Tradition. Es ist das 62. Mal, dass Brot für die Welt am Beginn eines neuen Kirchenjahres, was der erste Advent ist, eine neue Aktion ausruft und wieder in der Welt versucht zu helfen. Ich finde es klug, was sie tun, schon seit Jahren, dass sie nicht Brot liefern, sondern versuchen, den Menschen vor Ort beizubringen, wie man auch unter schwierigen Bedingungen, in denen sie leben, trockene Böden, wenig Wasser, Brot erzeugt. Brot lebt davon, dass Menschen wissen und dass die Kinder nicht, wie es leider oft ist, zum Ertrag der Familie beitragen müssen, also früh arbeiten und nicht zur Schule können. Familien sollen so unterstützt werden, dass Kinder Bildung bekommen. Und wer etwas weiß, der kann.
Und diese Hilfe zur Selbsthilfe unterstützen wir mit unserer Kollekte am Ausgang oder auch über die Online-Möglichkeit. Ich lade herzlich ein zum nächsten Gottesdienst hier in der Peter-Paul-Kirche. Pastor Grimbo wird ihn am nächsten Sonntag um 10 Uhr halten. Eine Mittwochsandacht am 2.12. um 18 Uhr könnt ihr online anschauen. Ein besonderer Moment, das ist es eben, wenn Weihnachten so, wie wir es kennen, nicht möglich ist. Viel Kreativität und Fantasie bringt plötzlich Neues. So gibt es den klingenden Advent der Kirchenmusik an der Peter-Paul-Kirche. So nennt sich der musikalische Adventskalender, der ab dem 1. Dezember bis Weihnachten täglich auf unserer Homepage unter kirche-oldesloe.de abzurufen ist. Jedes Video der Kirchenmusik an der Peter-Paul-Kirche wird um 7 Uhr morgens für 24 Stunden lang freigeschaltet. Henning Münter, Markus Rau, unsere Kirchenmusiker spielen Orgel und Klavier, sowohl solistisch als auch im Duo. Und so ist beispielsweise die Petersburger Schlittenfahrt von Richard Eilenberg zu hören und auch zu sehen. Die Kirchenmusik möchte mit dem klingenden Advent einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Zuschauer und Zuschauerinnen jeden Tag einige Minuten lang positiv in Stimmung versetzen können. Und das ist ja auch eine Aufgabe des Advents. Wir haben hier in unserer Peter-Paul-Kirche die Krippe wieder aufgebaut. Auch dazu möchte ich ganz herzlich einladen. Anders als in den Jahren zuvor, wo Frau Küssner, Frau Zabel und ihr Team hier eingeladen haben, Frau Augustin nicht zu vergessen, und hier Geschichten vorgelesen haben, das geht natürlich Corona-bedingt nicht, wird trotzdem die Krippe da sein und lädt zum Verweilen ein. Und wenn man, ich sag mal, Opa ist oder Oma, Enkelkinder bei sich hat oder Lust hat, mit denen was zu unternehmen, Corona-gemäß natürlich, dann kann man natürlich diese Kirche besuchen und kann ja auch mal selber eine Geschichte vorlesen. Einige Zettel werden wir auslegen, sodass also auch die Möglichkeit dazu besteht. Unser Kirchenbüro ist zurzeit Corona-bedingt mit eingeschränkter Öffnungszeit erreichbar, jeweils dienstags vormittags und donnerstag nachmittags. Und ich soll Sie und möchte Sie, und das tue ich nun auch, ganz herzlich bitten, wenn wir nachher die Kirche verlassen, achten Sie aufeinander, wahren Sie die Abstände und planen Sie eben ein bisschen mehr Zeit zum Rausgehen ein. In der letzten Woche mussten wir Abschied nehmen und haben kirchlich beerdigt. Lothar Karl Schulz aus dem Buchenkamp, er verstarb mit 70 Jahren. Hermann Gustav August Borgs aus Seefeld, er verstarb mit 85 Jahren. Und Rosel Elisabeth Kors, sie verstarb mit 86 Jahren, wohnte zuletzt in der Segeberger Straße 40. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Du Friedenskönig Jesus Christus, die ganze Welt wartet. Wir warten auf das Ende von Pandemie, auf Schweigen der Waffen, Versöhnung von Verfeindeten. Wir warten auf die Gerechtigkeit für all die Menschen, denen Ungerechtigkeit zuteil wird. Wir warten auf jene Großzügigkeit, die Heilung der Wunden, Versiegung der Tränen. Wir warten auf das Ende des Sterbens, auf Trost, Liebe und auf Frieden. Diese ganze Welt wartet auf dich. Komm, du Friedenskönig Jesus Christus. Komm, damit die Kranken aufatmen, damit die Mächtigen weise werden, damit die Brückenbauenden Erfolg haben, damit die ohne Dach über dem Kopf Schutz finden, damit Arme satt werden und tödliche Gewalt aufhört, damit die Menschen dem Leben trauen können, den Kindern voran, damit wir wieder singen. Du wirst unsere Tränen in Tanzen verwandeln. Du sprichst, Friede sei mit euch, bringst Heil und Leben. Du Friedenskönig Jesus Christus, die ganze Welt wartet, komm. Und hier in Oldesloe bitten dich für deine ganze Kirche auf der ganzen Welt, Männer und Frauen, Alte und Junge, dass sie miteinander in Versöhnung leben. Und lass auch uns damit beginnen. Lass unsere Kirchen mit anderen Religionen in Frieden und Eintracht sein.
Wehre denen, die Gewalt tun. Lege ihnen den Arm in die Schlinge und wende das Herz. Sei bei uns und den unseren in diesen Tagen voller Gefahr, aber sei auch bei denen, die mit uns oder wir mit ihnen im Streite liegen. Und hör nicht mit uns auf, wenn wir an Grenzen geraten. Nimm unsere Toten in deinen Frieden und bewahre sie, wo unser Greifen und Begreifen endet. Den Trauernden aber stehe bei und gib ihnen den Mut für ihre Wege neu ins Leben. All unsere Bitten, wir kleiden sie in deine Worte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehen nun in eine neue Woche. Gott sei mit uns allen auf dem Weg. Und das auszusagen, sage ich den Segen, so Sie können, bitte ich dazu aufzustehen. Gott segne dich denn und Gott behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch alle und ergebe seinen Frieden. Als wir den Gottesdienst besprachen,
Da sagte mir Herr Münter, ganz am Ende werden wir staunen. Ich hoffe, ich setze dich jetzt nicht unter Druck. Ich freue mich sehr auf das Schlussstück. Bitte Sie dazu noch einen Moment Platz zu nehmen.